weiß nicht, ob noch was da ist, aber falls noch was da ist, holen Sie sich noch was zu essen und zu trinken. Und dann starten wir nämlich gleich in die Diskussion. Also gerne langsam Platz nehmen und noch die letzten Taler verteilen. So, ich weiß, es gibt auch noch Fragen an die Fachplanung. Allerdings wird Frau Zeitler auch nachher noch da sein und wir werden sie gleich auf der Bühne brauchen. Das heißt, Frau Zeitler kommt dazu. Ich würde mich gerne dran setzen. Dann lassen wir Frau Zeitler hinten noch mal kurz fertig sprechen. Ich würde sagen, die wurde Ihnen jetzt auch schon ausführlich vorgestellt und Sie hatten selber schon die Gelegenheit zu sprechen. Neben Herrn Dr. Hartl, der die Verwaltung heute natürlich vertritt, haben wir jetzt auch den Oberbürgermeister da. Und genau, einen Moment. Jetzt sind wir beim richtigen Programmpunkt mit dem Oberbürgermeister Peter Reis, mit Herrn Dr. Hartl und Verena Zeitler von der Fachplanung wollen wir Sie jetzt noch einladen, Ihre Fragen zu stellen und mit uns ins Gespräch zu kommen. Genau, nehmen Sie gern Platz. Sie werden gleich sehen, wer das letzte Mal schon da war, kennt das Format. Wir haben einen freien Stuhl, das heißt, kommen Sie gerne für eine Frage mit dazu hoch. Wer nicht hochkommen will oder kann, die Kolleginnen haben ein Mikrofon, um auch unten zu Ihnen zu kommen. Einfach die Hand heben und sich bei Frau Krieger oder Frau Helm erkennbar zeigen. Genau. Ja, vielleicht noch ganz kurz, im Hintergrund werden nämlich gerade fleißig die Taler ausgewertet und die Zeit würde ich gerne nutzen, um Sie, Herr Reis, erstmal herzlich zu begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Ich habe gesehen, Sie sind vorhin kurz nach Start schon gekommen, haben also aufmerksam zugehört und jetzt gerade auch schon fleißig diskutiert. Wie ist denn Ihr Eindruck vom Abend bisher? Also einen wunderschönen guten Abend in die Runde und mich freut es, dass wir auch heute wieder rege Beteiligung haben. Wir hatten ja schon einige, als ich reingekommen bin, habe ich gesehen, dass schon einige Zettel sozusagen an den Stellwänden hingen, obwohl quasi die eigentliche Aufforderung, sich zettelmäßig zu beteiligen, ja noch gar nicht ausgesprochen war. Das fand ich sehr schön, weil das zeigt, dass natürlich vielen Dinge unter den Nägeln brennen und genauso die Diskussionen sowohl unter Ihnen untereinander als auch die Gespräche jetzt, die ich gerade eben noch hatte, das zeigt mir, dass das Thema natürlich auf den Nägeln oder unter den Nägeln brennt und interessiert, wie geht's weiter und was sind eigentlich so die Themen die Schwerpunkte, die bislang erarbeitet sind. Von daher freut es mich sehr, dass da rege diskutiert wird und sich ausgetauscht wird. Super, vielen Dank. Genau, und in diesem Sinne auch nochmal die Bitte oder das Angebot, das auch zu nutzen. Wie gesagt, entweder kommen Sie gerne hoch in unsere Runde oder melden Sie sich für das Mikrofon. Herr Dr. Hartl, meine erste Frage dann inhaltlicher Art vielleicht an Sie. Wir haben jetzt, Herr Reis hat schon gesagt, sehr viele Anmerkungen bekommen. Das ist natürlich super, weil es hilft, wenn wir in die Feinplanung der Maßnahmen gehen. Ich sage immer wir, dabei sind es eigentlich Sie, Frau Zeitler und Herr Hartl, in die Feinplanung gehen. Wie gehen wir denn mit den Hinweisen um? Wir haben ja auch ganz unterschiedliche, zum Teil kleinere Hinweise zur Verfeinerung, aber manchmal eben auch, eigentlich wäre doch eine Straßenecke weiter viel sinnvoller, um es mal ganz platt zusammenzufassen. Wie geht es denn weiter, wenn wir uns hier nachher die Dokumentation anschauen? Also erstmal vielen Dank für Ihre Anregungen. Damit ist Ihr Teil erstmal erledigt und bei uns beginnt jetzt die Arbeit. Wir nehmen alle Ihre Hinweise mit auf, werden die bestmöglich in die einzelnen, ich nenne es jetzt mal Steckbriefe oder Leuchtturmprojekte mit einarbeiten. Auch nochmal Ihre Perspektive, was die Verortung angeht, was die Begrifflichkeit angeht, in der Steuerungsrunde diskutieren. Da können sich vielleicht die ein oder andere Verlagerung auch nochmal ergeben, einfach in dem Feintuning und dann eben auf den Weg mit dem Ingenieurbüro der PTV diese Vorschläge weiter ausarbeiten, vielleicht schon bei manchen Maßnahmen in Richtung Entwurfskizzen gehen, also wo man dann eben
einen Schritt weiter in der Konkretisierung ist und die Dinge herausarbeitet mit dem Blick aufs Ende des Jahres, dieses Maßnahmenpaket oder Leuchtturmpaket im Stadtrat dann zur Abstimmung zu bringen. Super. Verena, vielleicht nochmal die Frage an dich. Ich habe den Hinweis nochmal gehört, naja, aber das sind jetzt fünf Projekte und was hat auch, weil es sich vielleicht jetzt vor allem auf die Innenstadt beziehen wird oder einzelne Teile, aber ich hoffe, man versteht mich weiterhin ganz gut. Genau. Wie werden sich denn diese Modell- oder Leuchtturmprojekte denn dann auf ganz Schwabach, also wie profitiert denn die ganze Stadt von diesen Einzelmaßnahmen? Ja, also ohne dass wir jetzt eben die Auswahl der fünf kennen, bin gespannt, was bei der Zählung rauskommt, ist natürlich schon die Idee, dass so ein paar neuralgische Punkte einfach angegangen werden können, die auch alle mal nutzen, die einfach in die Stadt reinfahren und dass es eben dort dann eine ganzheitliche Lösung gibt, die wirklich für alle Verkehrsteilnehmende die Situation verbessert, indem es eben übersichtlicher wird und jeder genauer weiß, wie er sich zu verhalten hat und sich da einfach wohler fühlt. Und dann ist natürlich auch der Aspekt, dass es möglichst Lösungen dann aufzeigen soll, die eben auch an anderen Stellen umgesetzt werden können. Und das ist hoffentlich dann das Ergebnis am Ende. Dann vielleicht nochmal die Frage an die Fachplanung, an dich, aber auch gerne durch Sie nochmal ergänzt. Es kam auch nochmal die Frage, naja, wenn wir jetzt hier die Maßnahme einführen, woher weiß ich denn, was mir das bringt? Also so jetzt mal ganz auf den Punkt gesagt, dann habe ich dort eine schöne Maßnahme, aber wie lässt sich dann abschätzen, wie wurde die denn ausgewählt? Worauf guckt man denn, wenn man sagt, genau an der Stelle ist das effektiv, da was zu machen? Ja, es stecken so ein bisschen zwei Fragen drin. Also wie gesagt, bei der Auswahl, wir haben uns vor allem an der Beteiligung orientiert. Wir orientieren uns heute wieder eben ganz stark an den Ergebnissen, die wir jetzt mitgenommen haben von den Stellwänden und natürlich auch von dem Input aus der Verwaltung und den Fraktionen, die eben alle in Schwabach auch leben und unterwegs sind und uns deswegen viel wertvollen Input auch geben können. Dann die Frage, wie bewertet man das auch? Also wir haben natürlich eben auch den fachlichen Blick drauf und nutzen das Verkehrsmodell zum Beispiel, um dann Belastungen an den entsprechenden Knotenpunkten beispielsweise uns anzuschauen und zu überlegen, ist das fachlich eben auch entsprechend sinnvoll. Und wir schauen mit dem fachlichen Blick drauf aus der Verkehrssicherheitsperspektive beispielsweise aus den fachlichen Hinweisen, die wir aus den Regelwerken haben, die wir dann natürlich, wenn wir einen Straßenraum bewerten und uns anschauen, wie ist der gestaltet, dann eben mit diesen Anforderungen, die eben auch in Regelwerken definiert sind, dann entsprechend sagen, ja, hier besteht ein Mangel oder hier besteht eigentlich kein Mangel. Wollten Sie noch vielleicht nur noch ergänzend dazu, die Wirkungen, die ja von Maßnahmen ausgehen oder Wirkungen, die Maßnahmen auslösen, können wir dann natürlich auch mit unseren Verkehrszählgeräten, welches auch immer, messbar in seiner Qualität auch darstellen. Das heißt, wir können immer gucken, wie war es vorher, wie ist es nachher. Das können wir dann auch mit den Geräten schneller und flexibler tun. Wir haben das vorher auch gemacht, aber da stand eben noch ein Drittanbieter dahinter, der uns dabei unterstützt hat. Das können wir jetzt halt eben kombiniert mit dem Verkehrsmodell deutlich einfacher und flexibler tun. Super, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das hilft nochmal ein bisschen bei der Einschätzung, wie kam denn die Auswahl zustande? Und Franzi steht hier gerade schon in den Startlöchern. Ich glaube, die Auszählung von der Priorisierung ist fertig. Ich muss es kurz vorbeibringen. Und während ich es mir anschaue, könnten Sie vielleicht nochmal, Herr Reis, ganz kurz sagen, wenn Sie sich Schwabach, danke schön, in ein paar Jahren vorstellen, wo erhoffen Sie sich denn oder wie stellen Sie es sich denn vor? Welche Verbesserungen haben Sie dann durch den Verkehrsplan gesehen, den Mobilitätsplan, Entschuldigung.
Naja, das ist ja das originäre Ziel des Mobilitätsplans selbst, sich sowohl anhand von Leuchtturmprojekten als auch anhand von einer grundsätzlichen Strategie und Herangehensweise zu überlegen, wie man alle verschiedenen Verkehrsarten besser auf individuelle Weise durch die Stadt bringt. Und letztlich nehme ich an, dass das der Grund ist, warum Sie heute Abend, wenn ich jetzt quasi jede und jeden Einzelnen anschaue, da sind, dass man sich für welche Verkehrsart auch immer und wenn es, also ganz egal, ob zu Fuß oder das Auto, das Fahrrad, der Bus, auf irgendeiner Weise wünscht, dass Themen, die man selber als Problemstellung empfindet, im täglichen Leben oder auch nur gelegentlich gelöst werden. Und das ist ja der Ansporn dafür, zumindest ein gewisses Handwerkszeug zu finden. Mal quasi unmittelbar die Lösung, aber in vielen Fällen sicher auch erstmal das grundsätzliche Handwerkszeug und die Absichtserklärung, wo es dahin gehen soll. Super, vielen Dank. Und jetzt schauen wir uns mal genau die Maßnahmen an, die uns genau dahin bringen sollen. Es war teilweise knapp, teilweise nicht ganz so knapp. Ganz vorne mit dabei ist der Martin-Luther-Platz, wobei da muss man ja auch nochmal sagen, es geht ja nicht um die Umgestaltung des Platzes, sondern um die Anbindung. 60 Taler hat diese Maßnahme bekommen, dicht gefolgt von der Knotenpunkt-Umgestaltung Mittelsbacher Straße mit 56. Der Radring hat 53 zur Auswahl bekommen. Und dann als viertes noch Wolkersdorf, also die Geh- und Radverbindung dorthin. Jetzt muss ich aber noch mal kurz sagen, Innenstadtring Nord ist das fünfte. Ich fasse es gleich noch mal zusammen. Und Innenstadtring Nord ist ganz nah an der Badstraße, also an den Fußverkehrs, an der Fußverkehrsverbesserung. Da hat nämlich Badstraße 46 und Innenstadt Nord 47. Ich würde einfach, dass wir das vielleicht nochmal einblenden können, zusammenfassen. Was haben wir? Wir haben einmal, das am Siegweier hat 17 Punkte und damit abgeschlagen auf dem 8. Platz tatsächlich. Die sicheren Fußwege in der Badstraße, das ist eben jetzt das, was ganz knapp auf den 6. Platz gekommen ist. Das ist vielleicht etwas, was sich auch nochmal lohnt, dann genauer anzuschauen im Nachgang. Die Knotenpunkte umgestalten, da sind wir bei 56 Punkten, also ganz einer der Favoriten der Klaren. Aufenthaltsräume schaffen, also ja, bei mir auf der Abkürzung steht Martin-Luther-Platz, aber eigentlich geht es ja vor allem um die Ludwigstraße. Der Innenstadt-Radring ist, wie gesagt, mit 53 auch relativ stark mit dabei. Unter den Top 5 die Parkzonen mit 31, leider nicht unter den Top 8. Der Innenstadtzugang Nord gerade so in den 5 mit 47. Und der durchgängige Rad- und Gehweg nach Wolkersdorf ist mit 55 sogar unter den Top 3. Genau, jetzt merke ich gerade, wir hätten einen Spickzettel für alle gebraucht, auch für mich. Aber Sie haben es hoffentlich mit dabei. Ansonsten teile ich auch gerne meinen Zettel mit Ihnen. Aber Herr Reis, erster Eindruck, sind Sie zufrieden? Ich bin ohnehin zufrieden, denn das muss man tatsächlich sagen, ich wäre zufrieden gewesen, ganz unabhängig davon, was heute an Ergebnis rauskommt. Das hier ist ja der Bevölkerung aller Schwabacher, der Mobilitätsplan der aller Schwabacherinnen und Schwabacher. Das ist der Mobilitätsplan von Ihnen und für die Schwabacherinnen und Schwabacher und nicht der Mobilitätsplan eines Einzelnen, einer Einzelnen oder gar von mir. Von daher bin ich mit jedem Ergebnis absolut zufrieden. Mich freut es, dass es so super Beteiligung gibt und dabei ganz unterschiedliche Projekte und Problemstellungen, ganz egal ob innenstadtbezogen oder in einem Stadtteil draußen rausgekommen sind. Und alles Weitere müssen Sie bewerten, denn Sie haben ja auch abgestimmt und können sich jetzt überlegen, ob die Mitabstimmerinnen und Abstimmer in der Runde das aus Ihrer Sicht richtig gemacht haben oder nicht. Ich kann Ihnen zu meiner Entlastung sagen, ich habe keine, genau aus dem Grund, mich beim Münzeneinwerfen zurückgehalten. Also an mir können Sie es nicht auslassen. Sehr schön. Vielen Dank. Dann gebe ich es mal an Adel weiter, bei dem es noch ein bisschen
Räder dann sein wird bei Ihnen. Ja, und klar, bei Frau Zeitler landet es dann ab morgen auf dem Schreibtisch sozusagen, die Auswahl. Wie geht es denn weiter? Was machen Sie dann damit mit diesem Ergebnis? Ja, wir werden uns das erstmal ganz in Ruhe, sage ich mal, nochmal zu Gemüte führen. Die Handlungen, die wir daraus ableiten, sind ja je nach Maßnahme sehr unterschiedlich. Manche, sage ich mal, benötigen eine lange Vorlaufzeit, manche sind schneller umsetzbar. Wir werden gucken, wie wir das auch im Zuge der Haushaltsberatungen eben einfließen lassen können, unterfüttert natürlich auch mit abgeschätzten Summen. Das wird eine gewisse Zeit auch in Anspruch nehmen, aber Ziel ist, oder oberstes Ziel muss sein, dass diese Maßnahmen eben nicht nur einfach auf dem Stück Papier oder hier auf den Folien verbleiben, sondern natürlich auch in der Umsetzung Wirkung draußen im Straßennetz entfalten können. Das heißt, diese fünf Maßnahmen werden jetzt nochmal angeschaut. Klar, wir schauen vor allem auch mal auf die Hinweise, aber dann wollen Sie es auch nochmal Richtung Ihnen, Herr Reis, erst dem Stadtrat vorlegen zur Entscheidung oder als Empfehlung mit reingeben. Ist das was, womit wir rechnen können? Oder? Ja. Also wir werden uns auf jeden Fall die jetzt gerade auch mit dem Aspekt, den Sie benannt hatten, mit dem Thema, dass ja zwei Maßnahmen sehr, sehr nah aneinander liegen, die ganz, also bei denen die eine jetzt nach meiner vielleicht laienhaften Sicht jetzt finanziell nicht die wahrscheinlich kein Haushaltskiller sozusagen ist, muss man das, glaube ich, einfach nochmal zwischen den Beteiligten ja auch in dem Steuerungskreis besprechen. Und dann ist natürlich das Ziel, das politisch entsprechend vorzulegen. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, sozusagen als erstes Paket, wie man konkret im Handeln bleiben kann. Super, danke schön. Und bevor ich meine Frage noch an Verena stelle, auch gerne nochmal für Sie der Hinweis, Sie können uns auch sehr gerne Fragen stellen. Melden Sie sich gerne oder kommen Sie hoch. Genau dort hinten hat sich jemand gemeldet und Sie bleiben unten. Okay, dann während Frau Krieger zu Ihnen kommt, Verena, von dir dann noch erstmal die Einschätzung. Bist du, ich sage jetzt mal aus fachplanerischer Sicht, zufrieden oder überrascht von dem Ergebnis? Wie schätzt du die Wirkung ein von den Maßnahmen, die jetzt ausgewählt wurden? Überrascht kann ich jetzt nicht sagen. Es ist tatsächlich immer so von außen gar nicht so leicht einzuschätzen, was sind denn wirklich die brennenden Punkte. Deswegen bin ich einfach, also ich nehme das ganz wertfrei so mit, dass das jetzt scheinbar einfach wichtige Themen sind und andere weniger wichtig. Und gerade wollte ich noch was anderes sagen, was mir gerade entfallen ist. Kommt wieder, sonst. Dann genau. Steht hier die erste Frage schon im Raum. Mein Name ist Apfelböck, ist glaube ich bekannt. Mir ist jetzt eine Frage gekommen, vorher aus Ihren Ausführungen. Ich habe das Thema Martin-Luther-Platz so verstanden, dass es um die Aufenthaltsfunktion geht, sprich Neugestaltung. Vorher haben Sie aber gesagt, es geht eigentlich um die Straßen Ludwigstraße, also um diesen Straßenzug Ludwigstraße, Rathausgasse. Und vielleicht auch nördliche, also Kappadokia, Pfarrgasse, Löwen und so weiter. Dass wir hier nochmal spezifizieren, also was genau umfasst die Maßnahme. Es ist einfach eine Unklarheit, worum es jetzt hier ging eigentlich bei Ihrem, bei dem Punkt. Vielleicht können Sie es nochmal erläutern. Denn das, wenn ich vielleicht nur sagen darf, also die Umgestaltung des Martin-Luther-Platzes ist ja gut gemeint, aber ich habe persönlich große Zweifel, ob die jemals kommt, weil sie einfach zu teuer ist und nicht finanziert werden kann. Herr Dr. Hartl oder Verena, ich gucke jetzt mal in Ihre Richtung. Ich denke, beide können ganz gut beantworten, worum es sich ganz genau handelt in der vorgeschlagenen Maßnahme. Genau, also es ist gut, dass wir darüber sprechen. Die Umgestaltung des Martin-Luther-Platzes ist ja, ich würde es jetzt mal nennen, ein eigenes Projekt, das ja auch so in einer Projektgruppe auch besprochen, mit den Anrainern vor Ort auch diskutiert wurde. Danke deswegen auch für die Frage und damit verbunden der Klarstellung. Es geht sehr wohl um die Aufenthaltsqualität, aber eben in dem Bereich von der Ludwigstraße kommend, bei der heute noch der Kfz-Verkehr eben auch an mehreren Orten, wo man,
gerne verweilt und sowas Ähnliches in der Hand hat wie mein Mikrofon. Da kann man natürlich drüber überlegen, ob dort vielleicht eine andere Aufenthaltsqualität erzielbar ist, wenn die Verkehrsführung anders aussehen kann. Und das ist damit gemeint, es ist nicht die Umgestaltung des Martin-Luther-Platzes, weil die läuft sowieso parallel und ist vor allem ja eine landschaftsarchitektonische Frage und wir hier im Mobilitätsplan die verkehrlichen Fragen im Fokus haben. Das müssen Sie gar nicht, weil es ist eh schon die am höchsten bewertete Maßnahme. Deshalb, wir merken es uns aber. Vielleicht ganz kurz, Anna oder wahrscheinlich Franzi, genau, Franzi vorne im blauen Hemd. Und Anna, könntest du vielleicht an die Maßnahmen nochmal die Ergebnisse ranpinnen? Das wäre super, weil dann kann man sich das nachher auch nochmal anschauen. Gerne. So, mein Name ist Lothar Bittner, ich wohne keine 400 Meter von hier entfernt in der Drillerstraße. Also wenn man von hier aus Richtung Bahnhof Weißenburger Straße geht. Ich fand das jetzt heute sehr interessant, habe mich auch angeregt unterhalten, finde es gut, dass man da verschiedene Projekte bewerten kann, dass die Bürger einbezogen werden. Was mich etwas irritiert, ist die Auswahl der zur Verfügung stehenden Punkte, weil nach meinem Dafürhalten, ich wohne seit über 30 Jahren in Schwabach, weil nach meinem Dafürhalten wichtige verkehrs- und mobilitätspolitische Punkte nicht zur Auswahl stehen. Und das ist halt so, wenn man nur unter einigen wenigen Punkten die Auswahl hat, andere Punkte eigentlich wichtiger findet, dann hat man ein ungutes Gefühl im Bauch, weil das nicht die richtige Auswahlmöglichkeit ist. Was meine ich damit ganz handfest? Mir geht es vor allen Dingen um die Weißenburger Straße, von der ich behaupte, dass es im Moment, aber auch schon vor den Umbauarbeiten an der Nürnberger Straße, die am stärksten frequentierte Straße in Schwabach ist. Ich sehe das selber, wenn ich aus dem Fenster schaue, tagtägliche Staus von der Schwabachbrücke zum Platz oben am Bahnhof und dasselbe umgedreht bei der Kreuzung Penzendorfer Straße. Also Ihre Frage ist, warum gehen wir nicht dort, wo die... Die Frage lautet, warum ist zum Beispiel dieser neuralgischste Punkt in der Verkehrsplanung nicht hier thematisiert? Okay. Ich glaube, das können einmal aus allen drei Perspektiven betrachtet werden, weil das hat mehrere Gründe. Ich schaue jetzt erstmal aus fachplanerischer Sicht zur Verena Zeidler. Nochmal kurz, wie wurden die ausgewählt? Und dann vielleicht auch nochmal von Herrn Dr. Hartl zum Prozess ergänzt. Genau, warum sprechen wir heute nicht über die Punkte, die entweder gefühlt oder vielleicht auch tatsächlich bestimmt auch aus der Bestandsanalyse heraus viel befahren sind oder genau. Ja, also die Weißenburger Straße ist sicherlich sehr hoch belastet. Ich habe jetzt die Zahlen nicht konkret im Kopf. Es ist natürlich auch ein schwer zu bearbeitendes Feld, wenn die Problematik einfach ist, dass die Verkehrsbelastungen sehr hoch sind. Weil übergeordneter Verkehr eben nicht einfach weggezaubert werden kann mit Maßnahmen. Wenn es um die Verkehrssteuerung geht, dann ist es natürlich schon ein Aspekt, den der Mobilitätsplan berücksichtigt oder auch bearbeitet. Aber die Optimierung beispielsweise einer Ampelschaltung ist auch kein besonders sichtbares Projekt. Es ist einfach eine sehr, sehr technische Fragestellung. Und wir hatten es jetzt bisher aus den Beteiligungsformaten nicht so mitgenommen als entscheidenden Punkt, aber wir nehmen es jetzt gerne heute nochmal mit und diskutieren es dann auch intern, wie man damit umgehen kann. Genau. Genau, ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Ergänzung. So, wir haben heute über acht Projekte gesprochen. Das sind eine Auswahl einer Vielzahl von Maßnahmen und neben diesen fachplanerischen Punkten sind das auch verwaltungsinterne Faktoren, die jetzt zu dieser Auswahl kamen. Wir wollen natürlich nicht, dass jemand mit einem unguten Gefühl nach Hause geht. Deshalb nochmal unterstrichen, das ist eine Auswahl von acht aus einer
Vielzahl, die können wir noch nicht benennen, weil die Maßnahmenliste auch noch nicht abschließend bearbeitet ist. Deshalb mitgenommen, vielen Dank für den Hinweis. So, ich sehe, dort hinten hat sich eine Dame gemeldet und hier vorne dann als nächstes. Ich möchte trotzdem da nochmal ergänzen, vielleicht liege ich jetzt falsch. Gab es nicht ein Gutachten zur Fürtherstraße, die es vielleicht auch Auswirkungen auf die Weißenburger Straße hat, das von der Stadtrats- oder Ausschussmehrheit abgelehnt wurde? Da wäre ja schon Möglichkeiten gewesen. Ich bin jetzt aber nicht sicher, die Fürther weiß ich, ob das dann vielleicht auch sogar das Problem der Weißenburger etwas gelöst hätte. Also es gab ja ein Gutachten, das ganz vielversprechend war. Für die Fürtherstraße mit Radweg und Begrünung und ja, oder täusche ich mich jetzt? Kann sein. Ich schaue hier gerade mal links, es wird schon diskutiert. Wollen Sie es beantworten oder Herr Dr. Hartl? Ich kann gerne anfangen. Also es gab ein Gutachten, es ist aber keine Entscheidung für oder dagegen getroffen worden, sondern einfach sozusagen in die weitere Bearbeitung der Verwaltung mitgegeben worden. Das Gutachten war in der Form, sag ich mal, ein Entwurf, was die Aufteilung der Straße angeht und damit über eine neue Aufteilung spricht, aber jetzt kein klassisches Verkehrsgutachten zur Untersuchung der Weißenburger Straße. Das ist dann ist vorgeschaltet, man hat sich da die Verkehrszahlen angeschaut, man hat geguckt, wie viel ist da an den Knotenpunkten los, wie sind die Abbiegebeziehungen und was kann ich in dem Zuge dort realisieren, um den Verkehrsfluss zu erhalten, um die Verkehrsaufteilung anders vorzunehmen. Das ist mein Kenntnisstand und Gegenstand des Gutachtens, aber gerne ergänzen. Oder vielleicht war es das auch schon. Ja. Das ist ziemlich genau der Stand und darauf, das Gutachten basierte maßgeblich auf dem Stadtgoldprojekt auf dem ehemaligen Niehoff-Areal und der Frage, wie viel Straßenraum man dort braucht, sozusagen vom Vorhabensträger. Das war eigentlich der Anlass. Ist ja ein Stück weit entfernt, aber letztlich, also zum ganzen Prozess muss man ja dazu sagen, wir sind ja heute mit der Diskussion von den 8 Leuchttürmen bei der jetzt etwas schwierig lesbaren Diskussion von an den Projekten, ein Leuchtturm weist den Weg sozusagen, ne? Also die ein besonders wegweisend sind und damit deutlich machen, worum es geht. Gestattet sind wir ja vor 2 Jahren mit 700 Einwendungen, es klingt so negativ, 700 Themen, die sich verkehrsplanerisch angeschaut werden sollen und eine Maßnahmenliste, die, ich habe es jetzt richtig verstanden, noch nicht abschließend ist, von daher ja sicher auch noch eine mindestens zweistellige Zahl von Dingen, ob dreistellig weiß ich jetzt nicht, aber mindestens eine zweistellige Zahl von Dingen beinhaltet, die auch verfolgt werden sollen. So war es jetzt mein letzter fachlicher Stand, der mir übermittelt wurde. Von daher ist es glaube ich, zu wenig noch rausgekommen ist, dass es heute nicht darum geht zu sagen, Mensch, die sind jetzt da, was ist denn mit den ganzen anderen? Oder wenn die Frage noch kommt, was ist denn mit den ganzen anderen, die sind nicht weg. Deswegen haben wir ja den Prozess schon eine ganze Zeit lang am Laufen. Genau. Da vorne gab es noch eine Frage. Genau. Kleiber ist mein Name und ich bin Anliegerin an der Penzendorfer Fürtherstraße. Ich möchte den Herrn Bittner unterstützen. Ich mache die gleichen Beobachtungen. Zur Rush Hour oder auch sonst während des Tages gibt es Staus von der Limbacher Straße bis hoch zur Bahnhofstraße. Oder es kann vorkommen, dass die Busse nicht von der Schwabachtalbrücke in die Penzendorfer einbiegen können. Die bleiben fast an der Kreuzung hängen. Die anderen entgegenkommenden Autofahrer können nicht zurück. Also es sind haarsträubende, gefährliche Situationen. Seit dieser Umleitung, die ja jetzt zum Glück oder wie ich erfahren habe, bald aufgehoben wird, aber seit dieser Umleitung haben wir einen Schwerlastverkehr permanent Tag und Nacht. Die einzigen Ruhezeiten sind vielleicht abends ab 23 Uhr bis früh 4, 5. Also es ist
Ich frage mich, wie das werden soll, wenn mal 500 Grundschüler die Verhelmschule besuchen und die Eltern machen ja schon einen tollen Dienst als Schülerlotsen. Die kommen auch in gefährliche Situationen, aber man muss doch versuchen, diesen Schwerlastverkehr, der jetzt auch sich in der Penzendorfer Straße enorm verstärkt hat, ein bisschen eindämmen zu können. Und ich finde diese ich will jetzt nicht eine Stunde reden, ich finde diese Leuchtturmprojekte auch gut, aber man muss sehen, Schwabach ist eine automobile Stadt und die meisten Leute nutzen nun mal das Automobil und man sollte darauf achten, dass man den Verkehr einigermaßen gleichmäßig verteilt. Also wir im Osten der Stadt, ich denke, Sie können mir zustimmen, wir tragen die Hauptlast. Es geht zum Gewerbegebiet Richtung Kaufland. Es ist manchmal nicht erträglich. Und wenn ich die Satzung gelesen habe, umweltfreundlich, zukunftsweisend, sind Sie mir nicht böse, aber ich finde mich zum Teil in diesen Worten nicht repräsentiert. Also man müsste wirklich ein bisschen mehr auch auf die Anlieger schauen, jetzt nicht nur meine Person, sondern auch oben in der Bahnhofstraße. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir schauen, also ich würde gerne fragen, frage nämlich, was wir genau in diesem Bereich machen können. Ja, aber das wäre auch einmal ein lohnendes Leuchtturmprojekt, dass man versucht, zumindest den Schwerlastverkehr von der Brücke runterzuholen. Übrigens, die Brücke hat schon ganz schön Schäden auch und ist seit 1969 jetzt befahren. Okay, vielen Dank nochmal dafür, dass Sie da sind und das eingebracht haben. Herr Dr. Hartl hatte dazu direkt. Genau, wir hatten ja die Gelegenheit, schon in der Pause gerade ein bisschen drüber zu sprechen. Viele Dinge, die Sie angesprochen haben, ist sozusagen ein zeitlich begrenztes Phänomen, weil das stark mit der Sperrung der nördlichen Ringstraße zusammenhängt. Wir haben dort an dem Knotenpunkt Penzendorfer, Ecke Weißenburger, auch die Ampelschaltung dementsprechend etwas anders reguliert, dass der Rückstau in Richtung Tankstelle nicht zu groß wird. Dadurch muss man aber die Freigabezeiten vom Bahnhof kommen etwas drosseln. Das heißt, der Stau ist gleichmäßiger verteilt und in Summe mehr Durchfluss, als wenn man einen Strom favorisieren würde. Die nördliche Ringstraße ist bald in ein paar wenigen Wochen wieder befahrbar. Wir liegen da voll im Zeitplan und dann sind viele von den angesprochenen Phänomenen nicht weg. Das mit Sicherheit nicht, aber das waren sie vor der Sperrung der Straße auch nicht. Aber sie sind anders, als sie heute auftreten. Gut, wir hatten noch eine Frage und ich würde Sie auch bitten, genau das eine Frage gern auch direkt mit Adressat zur. Okay, noch eine zweite, aber dann würde ich es an der Stelle auch tatsächlich beenden. Wir werden nachher noch hier sein. Ich habe aber gesehen, die Ersten werden unruhig und dann würden wir noch circa 30 Minuten ungefähr auch noch da sein, um Fragen zu beantworten und ins Gespräch zu kommen. Genau, wir haben noch zwei Fragen mit der Bitte, sich tatsächlich auf die Frage zu konzentrieren und gern auch direkt an wen Sie sich richten. Ja, guten Tag, Dominik Bartel, mein Name. Vielleicht ein Nachsatz noch zu der Kollegin von vorhin. Die Stadt hat es in den letzten Jahrzehnten hervorragend geschafft, Verkehr zu produzieren, indem sie zum Beispiel Einzelhandelsstandorte irgendwo in die Pampa reingeklopft hat. Haufen Lidls und Kauflands. Bitte die Frage. Aber ich komme zu meinem Punkt. Ich wollte eigentlich eine Äußerung machen zu dem Radring um die Altstadt. Also mir fehlt da die verkehrsplanerische Relevanz bei dem Punkt. Ich verstehe eigentlich nicht, was es bringen soll. Ich verstehe nicht, welche Wegebeziehungen dieser Radring abdecken soll. Das ist ein riesen Umwegfaktor, falls man es nutzen soll. Die Folie sagt es richtig. Es ist eine Alternative zur Ringstraße für den Radverkehr, kann die originäre Ringstraße für den Radverkehr nicht ersetzen. Allerdings liegt das Problem, das verkehrsplanerische Problem für den Radverkehr nicht in der Mauerstraße, sondern es liegt auf der Ringstraße und das ist auch der Punkt, an dem man das Problem lösen müsste. Und das kann man lösen, indem man richtlinienkonforme Radinfrastruktur aufbaut und dort eben anwendet und eben nicht die nicht richtlinienkonforme Infrastruktur, wie sie heute ist, Ewigkeiten dort belässt und
das Hauptproblem sind, da fehlen ist eine hohe Verkehrsstärke und fehlende Überholabstände. Warum der Innenstadtrat Ring? Was soll das? Das ist kein geeignetes Mittel, um irgendwie Radverkehr attraktiv zu gestalten. Das ist eigentlich das Gegenteil davon. Es suggeriert, dass Radverkehr von der Ringstraße runterkommen soll und ins nebengeordnete Netz abgedrückt wird. Und das ist ein falsches Signal. Aber Zum Glück haben wir hier die Verkehrsplanerinnen und Planer auf der Bühne. Ihre Frage war, was steckt für eine verkehrsplanerische Überlegung dahinter, jetzt genau diese Strecke? Also das war die erste Frage, richtig? Es ist ja nur eine Alternative. Also es ist ja jetzt kein Substitut. Ja. Herr Dr. Hartelgen. Ja, also es ist natürlich genau, sag ich mal, in das Wespennest auch reingestochen. Der Platz ist immer begrenzt, deswegen sind ja auch, sag ich mal, nicht ganz zeitgemäße Radinfrastrukturen auch auf der Ringstraße angeordnet. Wenn ich den Platz haben möchte, müsste ich ganz anders da eingreifen. Es ist aber nicht aus meiner Sicht so zu verstehen, dass es eine Verdrängung ist in irgendein untergeordnetes Netz. Man muss aber auch sagen, dass die Mauerstraße mit seinem jetzigen Belag, egal für wen, deswegen ist vielleicht der Titel etwas unglücklich gewählt, sondern es ist ein innerstädtischer Erschließungsring für, ich sag mal, fast alle Verkehrsarten, jetzt nicht für den Pkw, aber für Fußgänger, für Schüler, ne, für Rentner, die alle sich schwer tun bei dem Kopfsteinpflaster und auch für die Radverkehrserschließung, das auch sicherlich kein Radschnellweg werden wird, sondern die gegenseitige Rücksichtnahme da umso mehr geboten ist, aber die Befahrbarkeit in manchen Abschnitten, gerade im nördlichen Teil, ja sehr, sehr schwer ist, selbst dort zu Fuß zu laufen, und in dem Sinne ist die Maßnahme auch erstmal zu verstehen, um die innerstädtische Erschließung zu erleichtern. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, das hat es etwas verständlicher gemacht, weshalb es zu dieser Auswahl kam. Wir hatten noch eine letzte Frage, wie gesagt, mit der Bitte, es als Frage zu formulieren, und dann verlegen wir die Gespräche sehr gerne auf den Anteil danach. Vielen Dank. Deswegen auch nochmal ganz zum Schluss vielleicht ein herzliches Dankeschön für das Format. Ich finde es sehr gut, wenn Bürger, Bürgerinnen integriert werden in Vorhaben, in zukunftsweisende Umgestaltungen. Mobilität ist ein ganz wichtiges Stichwort. Was mich beeindruckt hat, ist eines der Leitbilder, die Sie vorhin ausgeführt haben, nämlich Mobilität ist für alle sicher und geprägt von gegenseitiger Rücksichtnahme. Was mich interessieren würde, ist, da steht es eben, sicher und miteinander, das vierte von links. Ich finde es ganz, ganz wichtig, weil jeder, der an Mobilität teilnimmt, interessiert ist, ist natürlich auch angehalten, auf den anderen, teilweise schwächeren, teilweise stärkeren, natürlich auch Rücksicht zu nehmen. Aber mich würde mal interessieren, was machen Sie von der Verwaltung jetzt speziell für das, weil es hinschreiben ist ja das eine, aber es nahebringen, es den Bürgern auch übermitteln, ist das andere. Das fände ich nämlich eine ganz gute Grundlage, bevor man eben große Maßnahmen immer hier und da viel, viel Geld ausgibt, was wichtig ist, aber ich fände, die Grundlage ist dieser Satz, die Mobilität in Schwabach ist für alle sicher und geprägt von gegenseitiger Rücksichtnahme. Ich kann gerne mal anfangen. Selbstverständlich oder selbstredend muss man eigentlich sagen, wenn die gegenseitige Rücksichtnahme so hoch ist, wie sie in der Straßenverkehrsordnung gefordert wird, nämlich als allerersten Paragraphen im Gesetzestext, wären viele brenzliche Situationen, so wie sie heute auch beschrieben worden sind, deutlich entspannter und entschärfter. Das heißt, es kann immer nur ein, oder es muss ein stetiger Appell an uns alle sein, die Rücksichtnahme ganz oben eigentlich im Verhalten, und es lässt sich auch nicht explizit auf das Verkehrsverhalten reduzieren, sondern ganz generell in unserer Gesellschaft. Aber es ist natürlich nicht
so einfach umsetzbar wie eine bauliche Maßnahme. Ja, da brauche ich fachliche Unterstützung und Geld und dann kann ich das umsetzen. Das andere ist eine gesellschaftliche, erzieherische Frage, die wir immer nur Stück für Stück und da wir tun unser Bestes, aber die Kommunikation mit den Jüngsten auch an den Schulen, sie darauf hinzuweisen, wie man sich verhält, was richtig ist, die Bürger zu informieren, ist sicherlich ein Schritt, auch nicht der allerletzte, aber einer, der genau in die Richtung abzielt, bei der Wurzel sozusagen anzupacken, wie man relativ, jede Gefahr kann man nicht ausblenden, aber viele Dinge sind auch einfach, sag ich mal, von den Verkehrsteilnehmern selber provoziert, von allen Seiten. Ich nehme da gar keinen aus. Wollten Sie ergänzen oder? Würde ich an der mitgenommen aus der Diskussionsrunde gerade. Verena Zeitler nickt. Wir haben notiert, aber eben auch dokumentiert. Dann würde ich aber sagen, an der Stelle noch mal eine letzte Frage in die Runde. Wir werden jetzt, wie gesagt, noch mal an die Hinweise gehen und uns noch mal genau anschauen, was kam denn zurück, wie gehen wir mit der Auswahl weiter. Und dann, während wir, und das nochmal sei betont, an der Vielzahl der Maßnahmen, die zum Mobilitätsplan gehören, weiterarbeiten können, deshalb parallel diese 5 Projekte dann schon ins Laufen gebracht werden. Deshalb auch nochmal der heutige Fokus. Herr Dr. Hartl, Verena, Reis, gern nochmal zusammenfassen, was nehmen Sie denn jetzt von heute Abend mit für diesen Prozess, der jetzt ja auch in den nächsten Schritten bestimmt kein ganz einfacher wird? Soll ich ganz ehrlich sein? Bitte. Viel Arbeit für uns. Aber Arbeit, auf die wir uns, die ich mir ja beruflich sozusagen rausgesucht habe, deswegen freue ich mich darauf und mit dem Leitbild lebenswert und nachhaltig mobil. Ich glaube, unter dem Motto, diese Maßnahmen zu bearbeiten, wird mir und dem Team natürlich nicht nur, aber viel Freude bringen. Hoffe ich doch. Arbeit auf jeden Fall schon mal mitgegeben. Verena Zeitler. Ja, danke für die Frage, weil das war der Punkt, den ich vorhin sagen wollte und vergessen habe. Ich habe wirklich viele gute Hinweise mitgenommen, auch beispielsweise zu weiteren Daten, eben weil kritische Fragen kommen und es ist immer sehr gut, wenn die kritischen Fragen kommen, dass man dann auch nochmal da eben das Wespennest ruhig ordentlich reinsticht und wir dann eben den Fokus auch in der Datenauswertung bzw. Erhebung, die jetzt ja dann für nächstes Jahr auch geplant werden kann, das mitnehmen können und eben auch kritische Fragen nochmal wirklich anhand der dann vorliegenden Daten evaluieren können. Danke. Also unter auch viel Arbeit. Genau. Und Oberbürgermeister Reisgen. Also ich nehme insbesondere mit, dass wir da eine tolle Beteiligungskultur haben und dass wir ja tatsächlich, was das Thema Mobilität angeht, uns gerade auch was, ja, bei allen Diskussionen, die es sicherlich über die Frage gibt, was sind die besten Lösungen, um gut und sicher durch unsere Stadt zu kommen, auch viele Konsense haben. Klar, man ist das beim einen oder anderen Punkt, sind die Betroffenheiten unterschiedlich, aber ich nehme mit, dass wir eine tolle Auswahl zusammenkriegen über große Leuchttürme und genauso bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir, wenn jetzt die Fachplaner alle sagen, das ist sehr gut zu oder gut Arbeit, dass wir auch ein gutes Bündel rausbekommen und mitnehmen können für die endgültige, ja, oder für das grundsätzliche Aufstellen des Maßnahmenpakets rund um den Mobilitätsplan. Also bin ich da sehr froh und zuversichtlich und jetzt werden wir schauen, dass wir das Ganze dann politisch weiter gemeinsam befassen, so wie wir es zuletzt getan haben. Super, ganz herzlichen Dank. Jetzt muss ich leider hier gerade nochmal ganz schnell durchscrollen, weil eine Sache ist uns natürlich noch wichtig und das ist einmal auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank, dass Sie sich an diesem schönen Tag die Zeit genommen haben, Ihren Abend mit uns zu verbringen. Wir haben hier einen QR-Code für Feedback mit dem Handy, aber wir stehen natürlich auch gleich drüben und sammeln Ihr Feedback zu heute Abend ein. Was wünschen Sie sich
wie können wir besser werden. Da freuen wir uns natürlich immer über Hinweise. Genau, ansonsten, wenn noch Fragen offen geblieben sind, wie gesagt, wir stehen gleich sehr gerne nochmal zur Verfügung fürs Gespräch und ansonsten können Sie auch die uns nochmal mitgeben und wir werden sie in der Dokumentation beantworten. Dokumentation, das zweite Stichwort, ich habe es am Anfang gesagt, es wurde mitgeschnitten, das wird bald auf der Seite der Stadt Schwabach zur Verfügung stehen, aber auch eine Dokumentation Ihrer Hinweise und der Veranstaltung zusammen mit den Folien, dass Sie das auch alles nochmal in Ruhe nachlesen können. Genau, ja, mein Dank an Ihnen habe ich ja schon gesagt. Einen Dank möchte ich gerne noch aussprechen, das habe ich eingangs vergessen. Herr Madi hat ganz großartig hier alles vorbereitet. Sie hatten wahrscheinlich viele von Ihnen auch schon Kontakt mit ihm heute Abend. Deshalb an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Sie, der projektverantwortlich auch für den Mobilitätsplan zuständig ist. Genau, und dann damit würde ich dann auch an Sie übergeben für die abschließenden Worte. Und jetzt hatte ich mir gar keine guten abschließenden Worte zurechtgelegt, deswegen sage ich vielen Dank für Ihre Beteiligung, vielen Dank zugegebenerweise auch in Ihrem Interesse, denn das ist, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, das ist ein gemeinsamer Mobilitätsplan der Stadt Schwabach, aller Schwabacherinnen und Schwabacher, das ist Ihr gemeinsamer Mobilitätsplan und jetzt machen wir da das Beste draus und gehen weiter an die Arbeit. Schönen Abend Ihnen, vielen Dank für die Beteiligung.